Es gibt zu der Zeit hier noch sehr viel Zombies und weniger andere, ne? So im Verhältnis sind die Zombies schon noch in der Überzahl. Gefühlt, also finde ich, gibt es viele Zombies. Gucken, ob es hier noch andere schöne Dinge gibt. Das wieder Erde, das ist immer verführerisch, das geht so schön schnell. Wisst ihr? Da habe ich was Schönes gefunden, das ist nämlich Kohle. Die würde ich dann auch tatsächlich mitnehmen. Bin ich, dass ich das verächte? Also finde ich sinnvoll. Ich weiß halt auch gar nicht, ob oben Tag oder Nacht ist. Keine Ahnung. Ich glaube, wir machen das in Zukunft vielleicht so, solange wir das hier spielen. Das dauert. Also, das geht nicht ewig, keine Sorge. Ein Weilchen geht's, aber nicht ewig. Und du musst es ja nicht gucken übrigens. Also ich verpflichte keinen dazu, mit mir hier diese Alpha-Reise zu unternehmen. Es geht ja weiter mit Minecraft das Mittelalter und zwar mit der Burg vom Romanus, das weiß ich. Insofern, du kannst auch warten, bis es weitergeht mit dem Normalen. Dann steht ein Traum nicht mehr mit dem Thumbnail und dann weißt du Bescheid. Ist wieder normal, alles wieder gut. Andererseits ist es halt auch mal eine Experience irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sich mit der Alpha oder jetzt in dem Fall jetzt mit der Beta, weil wir uns ein bisschen hochpatchen mussten, um so ein paar Sachen in den Griff zu kriegen. Ich glaube, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Leute, die da gar nicht mehr so Erfahrungen mit haben. Also, die das auch gar nicht so mitbekommen haben. Ich glaube, es gibt auch eine ganze Menge Leute mittlerweile, die das originale Minecraft-Let's Play von Kronk, was für viele von Spielern, wie ich es bin, wirklich ausschlaggebend war, Minecraft zu spielen, dass die das gar nicht mehr kennen. Da ist sie wieder kaputt. Ansonsten ist hier dieser Gang gerade sehr langweilig. Das gebe ich zu. Da gibt es kein Vertun und die Highlights sind Kohle. Ich gebe auch zu, dass das keine Highlights sind. Natürlich klar, wenn wir die Kohle haben, tut uns das nicht weh. Da brauchen wir nicht drüber reden. Macht sie per se jetzt aber nicht spannender. Das ist einfach so. Und das sind wirklich große Vorräte. Ich habe das alles, die Ressourcen, als weniger in Erinnerung. Scheinbar hat sich hier schon mit der Alpha-Version, wo ich die Welt erstellen musste, schon ganz schön was geändert gehabt. Weil es ging halt nur mit der einen speziellen Version, diese Welt zu erstellen. Und ich mochte das immer, diesen Berg von PackPNG. Und ich wollte es einfach mal machen. In dieser Welt spielen. Und ein Haus auf dem Berg bauen. Ich meine, das wollen wahrscheinlich viele. Ich habe es das aber auch nicht beworben. Das ist ein Privatding. Also klar, das Video ist öffentlich, aber das ist ein Privatding. Das ist nichts, wo ich Klicks mit generieren will. Das ist nicht mein Job. Ich habe hier Spaß. Das ist mein Job. Spaß mit euch, die da so da sind, nicht die da noch alle kommen werden. Da bin ich nicht für verantwortlich, dass alle kommen. Da habe ich keinen Nerv zu. Wir machen das hier gemütlich unter uns aus, ne? Kumpels, Kumpelinen. Alles voller Kumpels hier. Ich bin ein Kumpel, du bist ein Kumpel, du bist eine Kumpelin. Oder umgekehrt. Höflicher wäre es ja zu sagen, du bist eine Kumpeline und du bist ein Kumpel. Vielleicht bist du aber auch ein Kumpelis. Heutzutage darf man das ja sein. Auch wenn viele das nicht verstehen, das ist völlig okay. Jeder kann sein, was er will. Ist eigentlich geil, ne? Also ich finde es eigentlich geil. Ich habe jetzt nur nichts davon. Bin ich jetzt benachteiligt, weil ich mir meiner Rolle immer so sicher war? Oder meiner Identität, was das angeht? Ist das ein Nachteil? Weil man nie drüber nachgedacht hat? Ja, wahrscheinlich nicht. Man ist eher in dieser Rolle privilegierter weißer Mann, der niemals sich Sorgen über sowas machen musste und es vielleicht auch gar nicht nachvollziehen kann oder wahrscheinlich nicht nachvollziehen kann. Wahrscheinlichst nicht nachvollziehen kann. Ich muss das immer weiter verschärfen, weil das ist wirklich so, wer nicht in dieser Situation ist, das glaube ich, der kann sich das nicht vorstellen. Es ist so ähnlich wie wenn man mal eine Firmeninsolvenz mitgemacht hat oder so, was ich erleben durfte. Das kann sich auch keiner vorstellen, der es nicht mal gemacht hat. Das ist fürchterlich. Das ist wirklich fürchterlich.
oder andere Erkrankungen, die es so gibt. Also jetzt damit will ich nicht sagen, dass jemand, der das ist, hört sich jetzt falsch an. Nein, also das ist überhaupt keine Erkrankung, sondern so im Sinne von schrecklichen Erlebnissen. Andere schreckliche Erlebnisse, zum Beispiel Erkrankungen, sagen wir es so. Das ist auch was, das kann man oft nur einfühlen, wenn man wirklich in der Situation war. Und ich glaube tatsächlich, dass der Vergleich nicht so hinkt. Also ich glaube, für diejenigen, die da betroffen sind, ist das schwer, weil die Gesellschaft erwartet von ihnen, etwas zu sein, was sie gefühlt nicht sein können. Und ich glaube, das ist immer sehr schwer. Es sei denn, es ist einem egal. Ich bin ja ein Frankfurter und das ist vielleicht auch ganz gut. Das ist so durch die LGBT. Wie heißt das LGBT? Ich bin da immer, ich kann mir sowas nicht merken. Das liegt aber nicht daran, ich kann mir ja manchmal nicht den Namen meiner Kinder merken. Also bitte verzeiht mir das. Die verwechsel ich auch. Also, jedenfalls, ich glaube, die Community sollte sich ein bisschen frankfurterischer verhalten. Wenn es mich nicht aufregt, ist es mir egal. Das ist, glaube ich, ganz gut. Lass die Leute reden. Das ist wirklich die Ärzte gesungen, ne? Und sie hatten recht. Lass die Leute reden. Hör ihnen nicht zu. Genau, jetzt ist es. Habe ich jetzt wahrscheinlich ein Claim drauf, aber das ist so schlecht zum Glück. Es hat ja auch Vorteile, wenn man nicht singen kann. Man ist da einfach fein raus, was das angeht. Da gibt es kein Vertun. Keiner kann einem wegen einem schlecht gesungenen Lied an Karren fahren. Man begeht da ja keine Urheberrechtsverletzung. Man zeigt im besten Falle, dass man das Lied kennt, aber nicht kann. Ja. Also, jetzt bin ich wieder leer auf Schaufel. Ich habe auch nur eine gemacht, ne? In meiner weisen Voraussicht. Aber Eisen ist halt auch noch nicht so viel, wie ich gern gehabt hätte. Hier ist auch noch gefühlt immer dunkel, ne? An der Stelle hier. Da ist er. Wir machen noch zwei jetzt. Ne, machen wir nicht. Natürlich nicht machen wir zwei, weil ich nicht geplant habe. Tja, dann machen wir den hier weg. Dann den da weg. Dann die da hin. Dann die da rüber. Dann den da hin. Die da hin. Den da hin. Den hier hin. Und dann haben wir ja eine Menge Stuff, den wir gar nicht so jetzt unterbringen mehr. Ich glaube, die Schaufel, es wird alles voller Kohlebrocken liegen. Was, also große Höhle, die wir hier ausgegraben haben. Ich hatte die Hoffnung, dass da irgendwo in der Wand was steckt, weißt du? Und es geht halt doch immer schneller mit Schaufeln als mit. Aber nee, hier steckt halt einfach nichts. Hier so lang gehe, da ist einfach nichts. Und jetzt wackelt, ich bin schon wieder im Juckeln. Gut für die Nährstoffversorgung meines Körpers. Vor allem der Bandscheiben. Bewegung ist wichtig. So, lasse ich jetzt die Erde hier verderben? Mache ich eine Kiste hin? Oder lasse ich irgendwas anderes verderben? Fleisch essen kann ich auch keins, weil ich keinen Schaden habe. Kohle kann ich noch mitnehmen. Dann geht mir vielleicht eine Hacke kaputt irgendwann. Ah, das begrenzte Inventar, das Schlimmste am Spiel. Das größte Monster. Begrenztes Inventar. Komm, Hacke. Da will man einmal das Werkzeug kaputt geht, dann geht es auch nicht kaputt, ne? Total normal. Dass ich da am Juckeln bin, ist übrigens kein Zeichen von Langeweile. Ich amüsiere mich köstlichst. Also 5 Sterne Deluxe Amüsement. Das muss man an der Stelle mal sagen. Könnte jetzt auch gerade, vielleicht schaffe ich das, die Hacke noch kaputt zu hacken, wenn ich hier nochmal ein Stück weitergehe. Komme ich ja eh da wieder hin. Aber dann bleiben wir unserem Weg treu und dann machen wir die Hacke kaputt. Und dann haben wir aber wahrscheinlich direkt einen neuen Slot voll mit. Oh, da ist Eisen. Aber ich will die Erde auch nicht verderben lassen. Ich meine, was sind das denn für Sitten? Gute Erde verderben lassen. Da kann man reinhüpfen, das ist gut. Jetzt ist die Hacke bald hin. So. Ach, da könnten wir hier, das nützt uns auch nichts, aber ich setze noch einen hin, dann kriegen wir noch einen mehr unter. Dasselbe könnten wir hier nochmal tun. Machen wir hier wieder zu. Dann geht er auch nicht verloren, der gute Bruchstein. Aha, da ist jetzt mein Loch, das ist gut. Ich weiß, was du denkst. Jetzt können wir hier als ICE durchgehen. Und da schauen wir mal, was wir noch finden. Bis die Hacke bricht.
Die bricht so viel später als gedacht. Komm, jetzt ist er im Popo. Jetzt gehe ich die Erde holen. Dann geht der Plan auf, dann können wir nach oben gehen. Da. Schlürp. Ich bin ein Erdfreund. So, dann gehen wir nach oben. Komm. Das gefällt mir noch nicht da vorne. So. Da bleibt die stehen. Wir werden hier unten nochmal wieder sein. Und jetzt können wir wie ein Känguru. Sofern Kängurus denn aus Höhlen hochspringen. Ich glaube nicht. Aber von der Sache her, wie ein Känguru, können wir jetzt hier nach oben hüpfen. Ganz gemütlich und geschillt, weil wir wissen, es ist ein. Ja, es ist einfach sicher. Safety first, weißt du? So. Es ist draußen sogar noch Tag. Ich würde auch dazu übergehen, dann jetzt erstmal wegräumen. Da kommen nämlich erstmal. Geht das jetzt? Nee, geht noch nicht. Ich muss es noch von Hand machen. Einer nach dem anderen kommt dahin. Den können wir nochmal behalten. Vielleicht brauchen wir es irgendwo für. Jetzt haben wir da ein bisschen was. Ist hier eigentlich eine Erdekiste irgendwo? Haben wir schon Erde irgendwo eingelagert? Dann lagern wir sie jetzt hier vorne ein. Da vorne. Dann haben wir nämlich ein bisschen Erde auf Lager. Das finde ich auch gut. Und dann werden wir uns um Holz kümmern. Den 26er behalte ich mal. Jetzt haben wir hier schon mal noch ein paar Sachen mehr, die uns weiterhelfen mit Pfeil und Bogen. Und wir haben sogar ein paar Pfeile schon. Den Bogen haben wir, glaube ich, haben wir den schon gemacht? Den haben wir woanders eingelagert, ne? Ja, den haben wir schon gemacht. Dann haben wir jetzt hier noch Rotstein. Wir wechseln dann gleich auf den friedlichen Modus übrigens. Damit wir draußen, also ich will jetzt nicht immer nachts runtergehen. Das ist halt einfach blöd. Ich kann kein Bett bauen, wenn ich das richtig sehe. Oder geht das jetzt? Ist da schon ein Bett da? Ich glaube nicht. Ich teste das mal für euch. Nee, da gibt's noch kein Bett. Gib mir das wieder. Kein Bett für mich. Eieiei. So, da haben wir jetzt eine ordentliche Menge Kies. Das finde ich gut. Und wir haben ein bisschen Kohle, die wir einlagern können. Ups, aber ich habe eine Wolle hier. Die wollte ich nicht. So, das schmilzt jetzt in Ruhe da vor sich hin. Noch ist Tag, da brauche ich mich auch friedlich stellen. Dann können wir so rausgehen. Und mal hier vorne diesen dichten Wald. Niemand hinter mir? Gut. Diesen dichten Wald hier mal fällen. Wird dann neu gepflanzt. Und das sollte jetzt auch wieder despawnen. Das ist, ich bin gespannt. Wir sind jetzt in der Beta-Version, die eigentlich das Despawn unterstützt. Ich habe da wohl was, in der deutschen Wiki stand da wohl was etwas missverständlich, was die Versionen anging. Ich hätte vielleicht in die englische gucken sollen. Ich war gemütlich, habe in die deutsche geguckt. Das war dann nicht so zielführend in dem Kontext mit dem Crochet. Aber das sieht sehr despawnerig aus. Decay-ich. Herr Decay ist zu Besuch. Er decayt das Laub again. Kennt eigentlich noch jemand Herr Decay? Schade, wenn nicht eigentlich. Das ist so die alte YouTube-Garde, ne? Lange Zeit vor irgendwelchen jugendlichen Leichtsinnigen, die dann später so nachrückten. Wovon manche wirklich zeitweilig gute Arbeit geleistet haben, später dann nicht mehr so. Ne? Also oft war so der Entwicklungsgang, das nach unten ging. Ich meine, wir haben hier keinen Anspruch. Ne? Also das ist klar, bei uns kann es nur nach unten gehen, sofern das möglich ist, wenn man schon unten ist. Also wenn es eh schon nach unten zeigt, alles. So, die Qualität und überhaupt. Aber, das sind aber viele Bäumchen jetzt hier. Guck mal, was ich hier jetzt Bäumchen kriege. Das ist ja ein Geschenk, ist das ja. Ich doch noch mal eine Runde. Frage ist, ob wir nicht die Monster auch brauchen. Das weiß ich jetzt nicht so sicher. Ich kann ja nicht schlafen. Also, ja, aber ich mache jetzt trotzdem auf Peaceful. Dann können wir nämlich die Nacht durcharbeiten. Das finde ich besser.
Dann kann ich hier in Ruhe meine Pläne umsetzen. Weil wir können nicht immer nur auf den Tag warten. Es geht halt einfach nicht. Wir sind hier in alten Versionen, wir können nicht ins Bett gehen. Dann geht's halt nur auf die Art. Ich finde es auch nicht so optimal eigentlich, aber das soll man machen. Man kann es nicht erzwingen. So, das ist immer eine Fackel, das finde ich ganz geil. Ein Fackelchen. So. Aber es macht auch irgendwie hier in der Alpha sind sowas Dinge wie Bäume fällen. Viel weniger lästig, finde ich. Weil du hier nicht so wahnsinnig viel Stuff hast. Und nicht so wahnsinnig viel Gefühl zu tun. Also wir sind jetzt in der Beta, bitte. Ich bleibe jetzt beim Begriff Alpha. Wir haben in der Alpha angefangen und ich tue jetzt nicht mit den Versionen mitgehen. Wir sind noch nah dran an der Alpha. Gerade mal 3 Versionen drüber. Also eigentlich eine Version drüber, aber so eine 2 Unterversionchen noch. Die sind da noch on top. Ich habe da nicht die 1.2, die Beta genommen, sondern die Beta 1.2.0.2. Das erschien mir ratsam, weil noch so ein paar Bugfixes dazu gekommen. Die Schattenbugs von Minecraft sind legendär. Die waren auch in der 1.8 wieder ein ganz großes Thema, ne? Erinnerst du dich? So längere Schattenwürfe waren immer aus Riesenhöhlen und dann war gar nichts dahinter. Das war auch krass. Was ich bis heute nicht verstehe, ist, was der gute Gronkh in seinen Minecraft-Geschichten immer mit dem Waldpflanzen hatte. Ich meine, klar, man pflanzt Wald, aber ich finde Wald jetzt, also in Minecraft vor allem, in Wirklichkeit finde ich Wald geil, aber so in Minecraft geht's so. Geht so. Ich leuchte mir mal, glaube ich, den Strand hier ein bisschen aus. Weil ich den schön finde. Wenn hier weniger Viecher, ich weiß gar nicht, ob hier auf dem Sand überhaupt Viecher spawnen, ich bin mir nicht sicher. Doch, müssten eigentlich, ne? Müssten schon. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Jetzt natürlich nicht, wir sind ja auch friedlich. Ist klar. Dann spawnt da nix. Das war ja nicht schön. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen Licht. Das leuchtet schön. Das benutzen ja jetzt auch alle Laternen in Minecraft, wie die Wilden. Also ich mag Fackeln nach wie vor in jeder Ausprägung. Allerdings finde ich Laternen halt gerade, wenn ich so einen Dachboden ausleuchten möchte oder so, wo überall Holz ist. Da finde ich so eine Laterne mit Glas um das Feuer doch irgendwie, das erscheint mir dann sinnvoller und irgendwie besser. Als wenn ich, ja, hinten läuft eine Kuh rum. Die könnte sich vielleicht überzeugen lassen, mir noch ihr Leder zu geben. Halte ich für sinnvoll. Genauso dieses Schwein, vielleicht noch Pausenbrot abgeben? Nein, auch nicht. Federchen? Auch keine Feder für mich. Ah, hier gibt es noch 2 Pausenbrot-Teilende. Der gibt mir sein Pausenbrot. Und zwar freiwillig, wohlgemerkt. Das war jetzt nicht unter Zwang. Ups. Ey, gib mir das. Ach, das ist falsch draufklicken, weil ich glaube, ich würde eine Schere benutzen. Das ist auch ein Irrtum, wie im Buche steht. Mach 2 neue. So, hier ist es sehr dunkel. Wir machen uns hier mal so ein bisschen safe. Vielleicht können wir dann später auch mit Monstern hier draußen ein bisschen arbeiten. Das wäre auch ganz gut. Wenn wir so eine Safe-Zone hätten, dass wir sie rechtzeitig sehen, dann können wir sie abwehren. Und nicht so überrascht werden. Wenn wir draußen sind, genauso müssen wir im Berg oben nochmal ordentlich ausleuchten gehen. Das könnten wir jetzt eigentlich tun, weil jetzt ist Nacht. Später ja nicht mehr. Dann ist ja Tag. Ist jetzt wahrscheinlich gerade hell, wo ich das sage. Das ist eigentlich ein ganz cooler Aufgang hier. Ja, hier müssen wir dringend was tun. Dass wir hier später, das können wir nämlich hier wirklich machen, später hier mit Monstern an hier oben drauf arbeiten. Ich glaube, das kann man vertreten, weil man doch eine gute Vorwarnzeit hat. Man hört vielleicht Schritte, man, ne? Also, was soll ich meinen? Das kann ich mir gut vorstellen. Ist das da unten wirklich ein schwarzes Schaf? Du bist ein schwarzes Schaf. Sind die neu? Es gibt jetzt ein schwarzes Schaf. Ich habe vorher nie ein schwarzes Schaf gesehen. Also, weißt du, was ich meine? Hier nicht. Die scheinen neu zu sein. Wie man sich da noch gefreut hat über jede Neuigkeit. Heute ist das alles eher so ein bisschen abgeflaut, ne? Muss man einfach leider sagen. Hier will ich auch nichts spawnen haben. Das
Katzen hier so durch den Büschen rauskommt. Das wäre mir sehr unsympathisch. Dann ist noch eine frohe Kuh. Bringt euch frohe Kunde. Das Christkind ist da. Oder so. So, das sollte hier jetzt eine ganz sichere Arbeitsfläche geben langsam. Da kann nicht mehr viel passieren. Ich hoffe es zumindest. Das ist halt hier auch mit der Spawnerei ist alles ein bisschen unkontrolliert. Und man sieht hier sehr gut den Schattenwurf. Also Lichtfunktionalität. Was habe ich denn da gekriegt? Ach, Blackwool. Ja, das macht Sinn. Ich habe ja ein schwarzes Schaf gehauen. Die natürliche Konsequenz, wenn man schwarzer Schafe haut, ist, dass man schwarze Wolle bekommt. Das kennt man ja vom Hausgebrauch.